Schönen guten Tag, liebe Spreidifugger, Viewer und Abonnenten und sonstige. Ich bin heute hier mit meinem Bagger und ich habe meine zwei Hilfsarbeiter, zum einen den Knut. Hello! Hello Knut, welcome today! Welcome! Und zusätzlich haben wir noch den Schulti. Wie ist der Moment? Jetzt ja, mögen die beiden noch arbeiten oder hat euch jetzt das gerade ein bisschen mitgenommen? Ja, es hat schon ein bisschen weiter. Unglücklich gelandet. Okay, ich lasse es da mal ab. Geht's. Machen wir mal platt. Komm, stehen wir mal rein da. Lass mal rauf. Steht da auch noch in der Schule? Oder bist du drin? Ja? Nein. Jawohl, du. Das ist aber schon der Pläsche, hä? Ja. Du klettern musst. Ja, vielleicht noch etwas Kurzes zur Lokalität. Wir sind hier im Autobahnabschnitt zwischen Barek und Bimsdorf. Oder wie sagt man dem genau? Ist das A1, weißt du es? Zwischen ja. A1 und A2. Also ist das jetzt eigentlich zwischen Einfahrt? Also das ist nach dem Parek-Tunnel Ausfahrt, wenn wir A1 Richtung Bern fahren. Okay, vor der Verzweigung Richtung Bern-Basel. Genau. Also vor der Verzweigung. Okay. Gut, jetzt die Situation ist folgende. Wir haben da vorne eine Brücke, eine Überführung von der Autobahn. Und unser Ziel ist eigentlich, einen mit einem Bagger beladenen Laster dort unten durchzuführen. Und wir sind ganz spontan auf die Idee gekommen. Ja, genau, die Höhe müsste stimmen. Die Idee ist uns spontan gekommen, weil wir wollen ein bisschen mehr Folgen haben, was ein bisschen um einen Strassenbau geht, oder? Und das ist mit Job und Feld. Genau. Also jetzt ist die Frage, die sich stellt, wenn dir mal je einen Lastwagen geholt? Also ich weiß nicht, wir könnten das schon nochmal probieren, den auf einen aufladen, aber so wie ich mich auskenne da mit der physikalische Gesetz einen, von der GTA Lastwagen. Das ausgleicht vielleicht so, oder? Aha. Ja gut, wir werden jetzt alles herausfinden. Haben wir Cargo? Wir haben alles. Ja. Über die Chance willst du aufladen? Ja, genau. Wir haben jetzt extra da Laderampen angestellt. Also jetzt müssen wir so näher wie möglich. Ja, ich glaube die Anhänger sind relativ empfindlich. Ja, du musst auch Uhren aufpassen. Uhren schnell kaputt. Und sind Uhren geil zum Steuern. Ja, bringen. Ist gut hinein. Ja, Schulte, ich bin gut. Thomas hat auch schon eine Strassenlampe runtergeholt. Ja, das kann passieren. Ja. Das ist halt bei Schwertransport. Beim Bussen Sachen halt kaputt. Ja. Du musst aufpassen, Schulte, wenn du zu fest einschlägst, dann explodiert dein Anhänger. Also am besten fahrst du vielleicht nochmal gerade. Das ist noch verdammt schwierig, so manövrieren mit Lastwagen. Doppelgelenk, kacke. Ja. Also ich rum, bin aber es. Du bist du drauf? Tust du den Schulti noch ein bisschen einweisen? Natürlich. Also, richtig zu mir fahren. Ja, komm, bringen. Schulti ist im Funk gerade nicht. Hallo, Schulti? Ja. Ah ja, jetzt gehört ist gut, ist gut. Kannst du ihn bringen? Ne. Oh, bist ganz schön dran.
Mhm. Ja, das sieht gut aus. Muckisäckel. Mhm. Ja, jetzt schon wieder. Perfekt, jetzt nimmt es zu weit. Damn. 2 Meter. Ja, vielleicht, wenn du jetzt nochmal geradeaus fährst und nochmal zurücksetzt, dann. Leck, da werden alle LKW-Fahrer unter unseren Abonnenten, die werden jetzt Tränen in den Augen haben. Wie wir das so super machen. Vor Freude und vor Entsetzung, ja, ja, genau. Aha, ja. Ja, aber das glaube ich nicht schlecht. Du, und übrigens, wenn das alles geklappt hat, dann können wir am Schluss 3 anfahren und können mit dem grossen Kipplaster drauf. Ja, okay. Mhm. Und dann bringen wir den zu dieser Kiesgrube rauf. Schön, schön. Du musst ihm vielleicht noch ein bisschen mehr mitbringen, ja? Der Bagger? Ja. Aha, ja. So, dann kann ich die Narre in der Hand. Ganz einfach. Ah, du willst ihn... Du bist ein bisschen im Voreilig, hast keine Geduld. Verdammt, Gang auf einen drauf. Hey Thomas, jetzt hast du aber souverän überfahren. Mhm. Ja gut. Ja, ja, also jetzt, wer ist der bessere LKW-Fahrer von euch? Das hat sich jetzt vorher schon gezeigt. Achso. Was haben wir jetzt vor? Ja, jetzt müssen wir den einfach unter der Brücke dort durchfahren. Das dritte, also 3 Grad oder wie? Oder 2 Grad? 2 Grad. Oh, er zuckt schon wieder um, er zuckt um. Ja, also die Idee wäre eigentlich gewesen, den in der Mitte, also weißt du, in der Mitte zwischen den zwei anfahren. Aber da nicht schon drauf hast, kannst du es einmal so probieren. Ja, fahrst du mal. Fahrst du mal? Das sieht ganz gut aus. Nicht zu schnell. No. Oh. Ja, scheiße, wenn du es nicht abgenommen hättest, dann wäre es gegangen. Ja, ich weiß. Nein! Ich kann mich so ausgleichen. Musst schauen, wir schaffen es nie mehr. Ja. Gut, der Anhänger ist futsch. Ah, scheiße. Okay, once again. Yes, das was mein Stick. Ich will Platz machen. Gut, also nicht, dass ihr etwas Falsches denkt. Wir versuchen natürlich nicht extra ankommen an der Brücke, oder? Weil es macht ja keinen Sinn. Yeah. Wir versuchen natürlich unten durchzukommen. So, jetzt würde ich da einmal fahren. Aber theoretisch geht es, wieso ist sie jetzt gegangen und das letzte Mal. Ja, ich weiß nicht. Also gut, man macht es das erste Mal heute, aber wieso ist sie jetzt? Willst du Backen fahren mal? Mit jemandem mal Backen fahren? Schulti? Jo. Aber es macht noch Spass, Schulti, gell? Es ist so wirklich so ein Strassenbausimulator. Absolut. Mhm. Vor allem mit dem Backer ist cool. Ich mache da Special Effects. Ja, wirklich. Schön. Eben. Aha, rückwärts eben drauf. Getreu wäre es rückwärts. Also das Wahrheitsgetreu. Ja, damit aber es ist einfach schwieriger. Righty for real. Mhm. Oh, unser Chris Maradona, einer von den Top-Angestellten von der Firma Implenio. Die fiktive Baufirma. Nein, steht zwar HVY drauf. Für was steht das? Das ist der neue Name von dem Implenio. Wir müssen wechseln wegen Image-Schäden und so. Du meinst Implenio, weil Implenio ist ja die top-seriöse, erfolgreiche, sehr sympathische Firma aus der Schweiz. Mhm. Ja, mein Mikrofon hat ab und zu ein Problem mit Vokal. Ah, verwechselt zusammen, ja. Mein Mikrofon hat ab und zu ein Problem mit Vokal. Ah, jetzt hast du wieder KMV, das Problem. Schon, okay. Ja, ja. Also... Ja, wie sieht es aus? Fährst du?
Checko. Es sieht sehr gewackelig aus, aber kein Problem. Vor allem musst du eben vielleicht ein bisschen rückwärts fahren. Dann. Ja, in erfahrenen LKW-Fahrer. Schulte, du musst einfach dein Teil voll im Himmel oben haben. Tja, wie immer. Komm, wie Gas immer. Geben. Oh, da ist die Autobahn. Oh. Oh, fucking cello. What happened? Was ist passiert? Hure, verdammt hoi. Was ist denn da passiert? Ey, nein, es darf nicht wahr sein, ey. Ich bin voll im falschen Film. Schau mal die Brücke da. Was ist passiert? Nein. Ja, hast du gesehen, Schulti? Damino. Hättest du nicht die huren Bagger-Ding einziehen können? Du machst mich so verdammt huren hässig. Gottverdammt, du Schafskopf. Jetzt hast du mir die Kappe weggehauen. Das gibt's nicht. Nein, sorry. Wegen dir verliere ich meinen Job. Dabei ist im Plenum mein Lieblingsarbeitgeber. Gottverdammt. Oh. Ja, genau. Damn. Und ich nehme dir den Job weg. Ja, du, ich würde sagen, scheißegal, ich fahre einfach davon, oder? Ja, ja. Oh, wobei der Lastwagen. Ja, ist nicht gut. Vielleicht sollten wir doch mal schnell da ein bisschen aufräumen. Eigentlich sollten wir jetzt die Schmier bestellen, irgendwie. Und ja, eben. Unsere anderen Kollegen, die. Scheiße. Wo die Brücke anfangen zu stützen. Noch so ein Krankenwagen und so. Können wir das echt auch noch platzieren? Ja, nein. Ist es schon nicht so ein bisschen original gewesen, weil... Oh ja, jetzt sehe ich es. Wir haben den Van vergessen, hinten reinfahren lassen. Ja, eben. Das habe ich ja gedacht. Nein, scheiße. Also nicht, dass wir etwas nachstellen wollen, aber normalerweise fahren die Vans... so wie sie Vans hinten drin. Ja, genau. Ja, das ist jetzt. Ja, noch mal probieren oder neue. Ja, ich würde schon sagen, aber das mal würde ich sagen, probieren wir es doch mit dem grossen Auto, oder? Mit dem. Ja, mit zwei Lastern, aber dann geht es. Wobei, nicht, ist nicht das Problem, dass man. Ich glaube, den Sieg bringen wir nicht einmal unter der Brücke durch. Stimmt. Gut, dann kann man draussen rumfahren irgendwie, oder? Aha, ja, nichts leichter als das. Wir haben eine Cargo-Box. Aha, ja, stimmt. Es geht ja locker. Kannst du ja locker lüpfen. Kein Problem. Leck, wenn ich die Baufirma aufmache, wir denken da alles. Ja, willst du ihn lüpfen oder soll ich schnell draussen rum probieren? Nein, ich lüpfe schnell. Das ist ein Klacks okay. Für mich. Also, wir haben das letzte Mal Die Hard probiert. Mögen wir euch noch besinnen? Die Hard. Ja, wir haben doch schon Die Hard 4 gemacht mit dem Routicar Heli, oder? Ja. Nicht zu hoch fliegen. Kein Problem. Geht ja tipptopp. Im Die Hard 3 sind sie doch mit Kieslaster unterwegs. Aha. Mit so Kieskippen. Ja. Da stehen auch drei von denen, da könnten wir doch die Szenen anspielen. Mhm. Was ist denn die? Mhm. Und durch den Untergrund fahren, durch den Tunnel. Genau. Sobald, aber sobald bitte der Flughafen offen ist. Bitte nicht komplett ausrasten über meine Idee. Schon cool, wenn es eben über dich. Schon geil, wenn ihr euch freut über meine Idee, aber nicht komplett ausrasten. Nein, ist ja. Toll. Ja, aber wenn schon, tun wir es 1 bis zum 4 durchspielen. Was ist denn der mit dem Flughafen? Ja, das 4 vor allem. Mit dem Chat, das wo irgendwie. Das war 2 der Flughafen, oder? Was ist denn das 1 gewesen? Wieso hole ich das Auto? Das Hochhaus, ja. Er schlaft. Ist einfach verschwunden. Sorry, gell. Was Hochhaus ist welches? Vielleicht ist das Hochhaus 1 gewesen, ist das möglich? Ja, das 1 ist Hochhaus gewesen. FIB Glitch.
Lastwagen haben wir nicht mehr allzu viel, ne? Mhm. Ja. Ist jetzt das, ist schon einer da vorne? Einer steht, ja. Ich fahre jetzt mit dem noch vorne. Ah, okay. Und dann kannst du mit dem Bagger drauf fahren. Mhm. Und dann probieren wir. Und dann ist der andere Bagger zwar im Weg. Ah. Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Ist der kaputt? Ja. Ist er kaputt? Ja. Ist weg, wenn es geht. Kannst du den nicht mehr lüpfen mit dem Cargo? Ich glaube, kaputte Sachen kann man nicht mehr lüpfen. Aber könntest du mit einem anderen Backer auf die Seite schieben? Na klar. Ja, könnte man schon. Also wenn das Video mehr als, sollen wir sagen? Making of. 3 Millionen. 3 Millionen? Ich hätte jetzt nur schon gesagt, wenn es mehr als 40 Likes überkommt, dann werden wir in Zukunft noch mehr Strassenbaumissionen machen. Ah, okay. Das neue Update 4. Und wenn es 1000 Likes überkommt, dann fahren wir zu dritten mit jedem Bagger einmal um die ganze Insel. Und ich wünschte mir irgendwann, dass ich das jetzt nicht gesagt habe, wahrscheinlich. Mhm. Oh, nein. So. Nein, ich schaff's nicht. Das ist blöd. Was auch noch vor? Mhm. Die Bagger sind so geil, auch nach einem Massaker, so, dass sie irgendwie alles schön wegräumen können. Mhm. Ja, das sollte schon lang. Das nächste zusammen ist, glaube ich, nicht gut. Ja, stimmt. Checko, fährst du noch mit dem zweiten? Ja. Dann mache ich nicht. Aha. Ja, Laderzi. Oh, das kommt geil. Die brechen doch gerade zusammen. Ja, Schulte, bist du am Auffahren? Ja. Warte mal, also dann gehe ich mal. Oder was müssen wir? Muss ich retour fahren? Oder was muss ich machen? Einfach stehen bleiben. Aha. Ja, vielleicht ein bisschen retten. Ja. Ja, mal schauen, was passiert. Nein, es passiert nichts. Schön, Schulte. Das ist gut, ich bin drauf. Lange das unten? Ja, wird locker. Hey, also Jungs, ich bin seit Jahren bin ich Lastwagenfahrer und ich habe das berechnet. Nach meinen Berechnungen sollte der locker dort unten durchpassen. Kein Problem. Also, gut. Fahren wir los. 2, 1, go! Nicht so schnell. Oh. Ja, mein Anhänger ist futsch. Okay. Das probieren wir gleich nochmal. Oh, Achtung, mein Anhänger. Anhänger haben wir ja noch. Ja, Anhänger haben wir noch. Ich habe gedacht, die Scheißdinge nicht zerstören. Die. Mhm. Die. Trucks. Ja, genau. Sex, Trucks and Rock'n'Roll. Sex, Trucks and Rock'n'Roll. So, juppie, jetzt kann ich wieder hinter den Ski parkieren. Ja, das ist immer der Gacki, sag ich. Tust du da noch aufräumen? Nö, kein Problem. Mach ich gern. Wunderbar. Ja, der Barek wäre unterdessen schon wieder seit Stunden gesperrt. Und ich müsste warten. Ja, genau. Wie bist du denn eigentlich heimgekommen? Du bist doch von der Stadt über Wettigen heimgekommen. Nein, ich bin normal gefahren. Bist du auf der Autobahn? Mhm. Hast du kein Problem? Mal. Aha. Wie lange hast du gedacht? Zwei Stunden. Nein. Doch.
Überstunde, oder? Natürlich. Schön wär's. Ja, das war ein elender Abend, oder? Ja. Aber sorry, eigentlich dem Typ kann man nicht gross Vorwürfe machen, oder? Wir möchten dir zeigen, wie man das besser machen kann. Ja, genau. Mit ein bisschen mehr Vorbereitung. Ein bisschen mehr Planung. Ja, man sieht, das klappt auch. Also ich glaube, wir müssen irgendwie versuchen, ganz langsam zu fahren und immer auf gleicher Höhe bleiben. Und du musst, glaube ich, ein bisschen wie mitfahren, dass du nicht hinten runterrutschst. Ja. Gut. Oh, das ist noch geil, die Ansicht. Nee, voll. Sie haben den Laden Dings nicht. Oh, das Licht ist kaputt von meinem Dings. So. Okay. Hast du parat bist, ja. Ja, ich bin eigentlich parat. Also könnte man ganz langsam zählt. Losfahren. Okay, schon wieder zählt. Gut, geh mal. Ist das der Countdown? Okay. Also. Los! Also, los. Drücken. Ganz langsam, wirklich so schwer transportmäßig. Ja. Und schneller, und schneller. Jawohl, jetzt sehe ich nicht mehr, verpiss dich. Ja, oh, eben. Oh, es zu hören. Low, hey! Hat nicht gelangt, Kopf hat Teli, wer hat die Berechnung gemacht? Nein, schon wieder kaputt, aber. Da hockt einer drin. Komm raus! Oh nein! Ja, jetzt gibt es aber Tote gegeben. Das ist ja noch aufwärmig. Oh, das Männchen, look. Ja, voll. Ja, nein! Ich hol dich da raus. Ja, wärst auch nicht. Jetzt. Oh, nein, jetzt war yeah. Wärst auch nicht unten durchgekommen, so. Look, look, look. Oben durch. Fast. Lüpft dich noch ein bisschen. Du, Thomas, eine kleine Frage. Ja. Sind wir so unfähig gewesen letztes Mal? Ich habe es auch gedacht. In zwei Versuchen. Jeder hat sozusagen geklappt. Also ja, fast geklappt. Und also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich und der Thomas haben das allein probiert, weil der Schulte anwesend war. Und wie lange haben wir probiert? Ja. 10 Stunden. Nein, eine Ewigkeit. Ich weiß auch nicht. Also es sind, glaube ich, 3,5 Stunden gewesen. Ich glaube, nach 2,5 Stunden sind wir auf die Idee gekommen, den Deathmatch darzustellen. Ja. Sind wir inzwischen noch vom ganzen Norden bis hier runtergefahren mit einem Backer? Hey, ich bin vom fucking Norden bis. Hey, nein. 8 oder 9 oder Kilometer? Das sind über 10 Kilometer am Abend. Nein, das war wirklich schlimm. Nur weil. Ein richtiger Bützer bist. Ja, voll, ja, kann ich nicht. Ja, aber was haben wir jetzt? Das haben wir nichts anderes gemacht. Nein, voll nicht. Das Update wahrscheinlich. Ja, jetzt könnten wir noch versuchen, mit dem Cargo Bob hinten drauf unter durchfahren. Das wäre vielleicht nur ein Abschluss. Ja, der müsste eigentlich auf einem Lastwagen Platz haben. Ah, oh, gut, Schulte, du hast dich ein bisschen auf die Seite, das stimmt doch. Gerade auf die Brücke gut gestellt. Kehre ich jetzt mit dem Geschwür? Aha. Ja, das schaue ich jetzt schnell zu. Ich mache Gott. Oh, schau auch, hey. Creme, hä? Creme! Oh. Ah. Ich hole dich mit dem Puka ab. Haben wir noch einen Cargo-Bob? Aber wenn wir noch in das zweite nehmen? Wenn wir einen Dreier machen? Yep. Das zweite ein Cargo Bob. Wobei Cargo Bob ist männlich, das ist nicht so geil. Der Heli. Schulte, what the fuck are you doing? Damn it, man! Ist nicht einfach.
7,5 Döner, wer hat den gekauft? Ja, das freut mich. Oh nein. Ja, kannst kommen, ist gut. Komm, komm, bring. Nur keine Angst. Nur keine Angst. Du, verrückt, nein. Oh nein. Wo bist du? Ich war unten dran. Weißt du noch ein Ding da? Der Weihnachtsfilm da, wie heißt der? Schöne Bescherung. Ja, Bruce Waltz. Sie hat doch gesagt, Liebling, wir fahren unter einem Lastwagen. Ja, soll ich einen Gargo? Ah nein, der Thomas holt einen. Gut, dann steige ich wieder ein. Oh, es steht einer unter der Brücke. Ja. Aber okay. Ja, klein mehr Gefühl, Thomas. Ja. Langsam. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, könnte nicht schlecht sein. Ja. Aha, mit dem fahrenden Heli natürlich und dadurch. Das ist nochmal anspruchsvoll. Ja, kannst du ja. Ja, ich auch. Gut. Also geben wir langsam Gas. Jo. Aha, ich mache halt gar nichts. Okay, ich mache einen Countdown. Ne? 3, Vollgas dann. 2, 1. Los! Genau. Cool, verstanden. Oh, das geht aber los. Oh, ich habe eine geile Ansicht. Wild, voll, ja. Schwerter am Kopf. Gut. Gut. Na jetzt. Gut, schneller. Oh. Ja. Oh. Bring. Ja, gut. Oh, Steve. Nein. Wo ist unsere Fracht? Er fliegt davon. Nein. Ja. Wie ein Züchter, der seine Papagei davon fliegt. Sodeli. Ja, was lernen wir aus dieser Episode? Man sollte sich nicht vor Lastwagen stellen, ja? Das passend. Ist zum Beispiel gemacht. Aber es ist wahrscheinlich die allgemein schlechte Idee, mit so grossen Gegenständen unter Autobahnbrücken durchzufahren. Absolut, vor allem sollte man die zuerst messen. Mhm. Und bei Zweifel vielleicht auch zuerst anhalten. Wäre vielleicht nicht schlecht. Einfach schnell schauen. Ja. Also, kein Vorwurf von niemandem, aber nächstes Mal einfach nicht jubeln, oder? Wenn der Chef sagt, jetzt latsch den Backer auf und gehst. Einfach sagen, hey, komm oben runter. Erst das, zuerst messen. Schuld, ist dem Vulkan anzünd. Was ist denn das? Ja. Ich würde sagen. Tolle Folge. Und ich glaube, die nehme ich mit in die tote Folge. Genau. Ich tue den Einsatzleiter noch einmal. Ah, fuck! Schneller gewesen. Also, in dem Sinne, gute Fahrt. Mesdames et Messieurs, tschüss zusammen.